Na ja, das werden wir sehen. Oh oh. Jetzt hätte ich vielleicht ein bisschen Abstand zwischen mich und die Roboter bringen. Fuck! Alter! Alter, alter, alter! Nur noch ein Schuss Schrotflintenmunition. Okay. Zur Kenntnis genommen. Beeindruckend. Aber ich glaube, du hast deine Situation noch immer nicht völlig verstanden. Noch mehr? Sieh dich hier um. Diese gesamte Einrichtung untersteht meinem Befehl. Für jeden Roboter, den du zerstörst, kommen 10 neue. Wehr dich so viel du willst. Es gibt nichts, womit du mich aufhalten könntest. Nichts. Warnung. Kapazität der Stromerzeugung überschritten. Verwende nun Stromreserven. Sparks! Um dich kümmere ich mich persönlich. Kommt, meine Roboter! Vernichtet ihn! Persönlich? Dann beschützt er schon wieder Roboter? Kaputt machen, ne? Zwischendurch mal wenigstens den Kram aufsammeln. Leite den Treibstofftank um. Antwort auf mein Kommando. Ein Duellbot? Scheiße. Der ist ja wirklich ganz schön hardcore. Bleib bloß auf Abstand. Scheiße! Oh ja, oh ja, oh ja. Alter, 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 alter. Was ist denn? Einfach mal die ganze Scheiße hier runter. Aber mittlerweile sind die Bots ja sogar unvollständig.
Ja, für jeden Bot ein Prozent Energie weniger. Meins. Das ist noch nicht vorüber, Bösewicht. Ich werde erst ruhen, wenn das Commonwealth dich los ist. Speichernummer. Versuchen, ihm gut ins Gewissen zu reden. Ich bin kein Schurke. Hör mir einfach zu. Von Angesicht zu Angesicht. Nun gut. Ich höre dir zu, aber nur zum Wohl des Commonwealth. Komm her, Sparks. Dance it like a robot. Lass uns das freundschaftlich besprechen. Nachdem du versucht hast, mich zu töten. Wer bist du? Meinst du nicht, dass du langsam deine Maske ablegen solltest? Du hast recht. Bestimmt eine Frau. Tada! Ich bin Isabel Cruz. Der Mechanist war für mich nur eine einfache Möglichkeit, dem Commonwealth zu helfen. Aber trotz all meines technischen Wissens, all meiner Ressourcen, bin ich dennoch gescheitert. Wie soll das Commonwealth nur Hoffnung haben, wenn es Menschen wie dich gibt? Hey, ich bin nicht der Feind. Ich versuche, das Commonwealth gegen deine Roboter zu beschützen. Sie haben Unschuldige getötet. Meine Freunde, sie waren einfache Händler. Alle getötet von ihren Robotern. Das kann nicht sein. Erklär mir, was du meinst. Sie interpretieren ihre Befehle falsch. Dein eigenes Robohirn sagt das. Sie retten Menschen, indem sie sie töten. Sie retten sie, indem sie sie töten? Nein, das... Die Logik... Sie ist vorhanden. Jetzt begreife ich es. Ich hatte gehofft, dass es an den Robohirn lag, an einem Problem mit der Erinnerungslöschung. Aber du hast recht, die oberste Direktive war fehlerhaft. Jetzt kennst du die Wahrheit. Deine Roboter sind gefährlich. Jemand musste sie aufhalten. Der Held wurde unbewusst zum Schurken. Ich wollte dem Commonwealth helfen. Und meine Roboter sind alles, was ich kann. Ich fand diesen Ort hier. Und wollte endlich meinen Beitrag leisten. Ich übernehme die volle Verantwortung. Ich kann das Getane nicht rückgängig machen. Oder auch nur dafür Buße tun. Aber das hier muss nicht in Gewalt enden. Raus damit. Warum die Maske? Was hat es mit dem Mechanist auf sich? Ich bin nicht gut mit Leuten. Der Mechanist war eine Möglichkeit, da draußen tätig zu sein, ohne wirklich draußen auftreten zu müssen. Aber du lässt mich gerade ganz schön zappeln. Ich kann das alles ändern. Ich brauche nur eine Chance. Ich bin nicht hier, um dich zu töten. Ich möchte nur, dass du und deine Roboter damit aufhören. Okay. Ist so gut wie erledigt. Und du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Und auch sonst niemand im Commonwealth. Hier, nimm das. Das ist das Passwort für den Zentralrechner. Damit kannst du die Sicherheitsprotokolle deaktivieren. Mir wäre es einfach lieber, wenn du jetzt die Kontrolle über all das hier hast. Naja. Warum nicht, sag ich mal. Wir sollten mitnehmen, was wir können. Sie werden diese Gegenstände nicht mehr brauchen. Korrekto. Gott, wie viele Roboter. Das hätte alles nicht sein gemusst. Wir hätten das alles von Anfang an friedlich klären können, aber nein. Musste er gekämpft werden. 50% mehr Gigule. Toll. Wenn man das nicht braucht.
noch irgendwie was? Alles mitnehmen. Alles abgeschalten, oder? Ich bin ja richtig tighter Dude. Sicherheitsalarm aufheben. Diese Einrichtung steht nun Ihrer Kontrolle, Administrator. Fertigungsbandsteuerung. Fehler. Sicherheitstürsteuerung. Fehler. Alter. Hier fühlst du dich also wohl, ja? Krass. Hey. Wie kann ich die? Ich denke, ich soll mit Ada reden. Hey. Hey, noch eine Sache. Wenn du einen Moment Zeit hast. Kannst du was für mich erledigen? Klar. Schieß los. Oh, gut. Ich wollte nur sagen, ich bin wirklich froh und dankbar, dass du mich hier bleiben lässt. Und als Beweis dafür, dass ich mit meiner Vergangenheit fertig bin, wollte ich dir das hier geben, als eine Art Versprechen. Das ist der Anzug des Mechanist, den ich gemacht habe. Hui, reduziert ihn durch Roboterversuchten Schaden um 15%. Eieiei. Plus Charisma und Intelligenz habe ich ja. Du willst das wirklich nicht mehr? Nein, es ist ein Teil der Vergangenheit, den ich vergessen möchte. Ich muss nach vorne schauen. Es gibt da noch was. Etwas viel Größeres. Da draußen sind noch immer Roboter. Jede Menge. Meine Kommunikation zu ihnen ist unterbrochen, aber ich kann dir sagen, wo sie sind, wenn du Interesse hast. Sicher. Super. Mal sehen, was ich orten kann. Verdammt, das Signal ist zu stark für einen einzelnen Bot. Muss eine Gruppe sein. Sei lieber vorsichtig. Gleich Friede, Freude, Eierkuchen und gleich einen Auftrag von der Alten bekommen. Aufgepasst. Ja. Soll ich nicht mit Ada reden? Da, reden. Ada? Schön, dass Sie wieder da sind. Ist alles wie gewünscht gelaufen? Du bist doch mitgekommen. Oh. Ich habe ihr die Augen geöffnet. Sie tritt ab. Also war der Mechanist tatsächlich fehlgeleitet. Hat sie ihre Motive und Hintergründe preisgegeben? Sie wollte den Menschen wirklich helfen und hatte keine Ahnung, was die Robohirne taten. Für sie zählte nur das Leben gerettet werden. Ein biologischer Unsicherheitsfaktor. Unglaubliche Unwägbarkeiten. Sie hat sicher gewusst, welches Risiko sie da eingeht. Vielen guten Menschen brachte der Mechanist Schmerz und Tod. Eine Schande, dass ein so genialer Geist wie der ihre solche Gräueltaten ermöglicht hat. In ihrem Herzen ist sie gut. Sie hatte einen Fehler gemacht. Einen großen. Und mit dieser Schuld wird sie leben. Ich verstehe Schuld auf gewisse Weise. Das ist zwar nicht die erhoffte Gerechtigkeit, aber es wird reichen. Dennoch weiß ich, dass der Tod meiner Freunde dazu geführt hat, dass das Commonwealth jetzt sicherer ist. Hätten wir die Roboter des Mechanist nicht aufgehalten, wäre der Schaden sicher enorm gewesen. Dies hätte jeden Fortschritt hier aufgehalten, wenn nicht sogar rückgängig gemacht. Dank dieses Wissens verzeichne ich endlich Gefühle von Zufriedenheit und Erfolg. Und das habe ich Ihnen zu verdanken. Tada! Irgendwie sind diese Bots lustig, die hier rumtickern. Kann ich jetzt hier toll was bauen oder wie? Aber hier gibt's doch keine Nahrung. Mal doch hier sicherlich keiner wohnen möchte. so weit unterirdisch. Da war gerade ein OP-Tablett, so gesehen.
Am Computer eingepennt. Ja, ja, das kenne ich. Was? Da geht's raus. Haben wir noch was vergessen? Nö. Das ist eine Kiste, die ist leer. Und ab ins Commonwealth. Mission durchgeführt.